Cheerio, meine lieben Staxeliten. Willkommen zurück zu Staxel. So, unsere Bestellung ist da. Hallo. Oh Gott, diese. Wir können aber auch schon mal die anderen Möbel mitnehmen. Wir wollen Hemtel nämlich das Haus von Jamie fertig bauen. So, wo sind denn unsere Hündemöbel da? Ein Doppelbett, ein Pfotentisch, ein Pfotensessel und ein Pfotenschreibtisch. So. Gut, gut, erstmal euch hier melken. Ah, ganz vergessen. Hallo, zu essen habt ihr. Oh, ihr habt nichts mehr zu essen. Halt manchmal auch noch so eine Seltenheit. Zack, zack. Ihr braucht was zu essen, entschuldige. Kommt sofort. Da. Ich habe bis jetzt immer noch nicht nachgeguckt, ob ich die Eier ausbrüten lassen kann. So. Dann. Hier weg. Dann werden wir uns mal wieder um unsere Pflanzen kümmern. Guck mal, die Melonen sind fertig. Die Melonen sind fertig. Ich will einmal kurz gleich testen, was die wert sind. Ich werde die natürlich in die Palme backen, um damit was zu kochen. Ich will einfach gleich mal gucken, wie viel die wert sind. Ich glaube, ich werde alles mal gleich in die Kammer hier packen. Klar, ihr könnt nicht Geld gebrauchen. Aber manches macht halt kein Geld mehr so wirklich, ne? Wann haben wir die Melonen eingepflanzt? Weiß das jemand von euch noch? Also wenn wir die wirklich am ersten Tag mit eingepflanzt haben, dann hat das fast 25 Tage gedauert, bis sie fertig waren. So, ich will nur ganz kurz gucken, wie viel die wert sind. Weil ich will die gerne behalten, um davon auch Sachen zu... Hallo. Ein Korbtisch. Okay, hängende... Was? Hängende Pfanne? Hängende Pfanne... Oh, für die Küche! Nämlich. Hier haben wir auch einen richtigen Schreibtisch. Ja. So. Ich werde jetzt erstmal hier fertig machen. Das kann natürlich auch wieder nicht reichen. Dann muss ich so in die Stadt. Obwohl doch. Sieht gut aus. Terranigma Story, auch eine unsagbar geile Story. Auch so ein richtiger, mit auch so mit richtigen Twist, wo du nicht mit rechnest und so. Kann ich nur jedem empfehlen, der Rollenspiele liebt, das zu spielen. Das ist echt geil. So, erstmal das Pfotenbett. Ups. So, ein Tischchen. So, ein Sessel packen wir auch noch hin. Weißt du, warum nicht? Hier so vor dem Tisch. Ups, bitteschön. Den Pfoten-Schreibtisch. Komm, Jamie wird so ein richtiger Zocker hier. Zack. Dann kommt auch der teure Computer da drauf. So. Was ich meine ist, also Terranigma ist eine Sache, das hatte ich, wollte ich immer. Ich habe es angefangen zu Let's Playen, ich habe es aber nicht weitergespielt. Was ich vielleicht auch nochmal nachholen werde. Jedenfalls geht es halt in Terra nicht mehr darum, du wirst in der Unterwelt geboren. Ich guck mal kurz. Oh, ich brauche noch eine Tür. Also ich muss noch eine Tür darin machen. Wir brauchen 5 Lampen noch, okay. Ein Kleiderschrank, ein Kühlschrank, 2 Tresen. Gut, also wir brauchen definitiv noch eine Tür. 5 Lampen, okay. Tür, 5 Lampen. Du wirst in der Unterwelt geboren und lebst dann. Sorry, ich muss jetzt erstmal daran denken, was wir gleich kaufen müssen. Zwei, noch eine Tür und 5 Lampen. Ich habe gedacht, ich muss keine Tür mehr kaufen. Das ist schade. Ich würde das Haus so lassen, aber gut. Wenn er das unbedingt haben will, dann 5 Lampen. Obwohl, ich glaube, ich kriege ja hier, ne?
Nee, doch nicht. Zwei Tresen will er auch noch haben. Fünf Lampen, zwei Tresen. So, Lampen. Lampen. Hier haben wir erstmal Tresen. Eins, zwei. Da unten, ich wollte sagen, hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ein Kleiderschrank. Hab ich auch gemerkt. Und nur noch einen Kühlschrank kaufen. Hoffen wir mal, dass Dings die dahin hat. Jedenfalls. Da, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. 1000. Okay, jetzt sind wir pleite. Falsches Haus. So, Tür, kommst du hier rein? Jedenfalls, du wirst in der Unterwelt geboren, lebst erstmal so ein bisschen dein Leben und so weiter. Und dann tust du leider was, was du nicht tun sollst. Halt aus der typischen jugendlichen Neugier heraus öffnet man ja, so eine Box der Pandora. Und dadurch werden alle deine Freunde und Familien in der Unterwelt zu Kristall. So, du musst halt so Türme machen, um die wieder zurück zu verwandeln. So. Allerdings ist das Problem damit, dass du damit die Oberwelt wieder schaffst. Also die Oberwelt ist irgendwie mal untergegangen, ins Meer versunken und durch das Lösen der, sag mal bitte, dass die Lampen reichen. Danke. Durch das Lösen der Türme bist du halt, hast halt die Oberwelt wieder belebt, so in etwa. Und du wirst nach oben geschickt, um auch den Rest wieder zu beleben. Ich hab einen Schreibtisch. Ich hab einen Computer. Wir verarschen. Da steht ein fucking Computer. Wir verarschen hier. Und da steht eine Toilette. Jetzt sag nicht, das reicht nicht bis da hinten hin, dass das deswegen nicht zählt. Och nö, was ist das denn für ein Kack? Was mache ich mit dem Briefkasten denn? Der muss ja irgendwie dastehen, damit er alles hier erreicht. Und wenn ich den hier so hinstelle, ich meine, das ist zwar kacke, weil... Bett zu wenig, jetzt wieder eine Lampe zu wenig, weil die nicht... Oh, das ist so nervig. Kann ich den Briefkasten oben aufs Dach stellen? So, jetzt bin ich mal ganz ehrlich. Kann ich den oben aufs Dach stellen? So, hier, also hier, so. Also ja, ich hätte mal nachsehen sollen, ob da jetzt auch alles, aber jetzt auch alles... akzeptiert hat. Nein! Oh, fick doch die Wand, ey. Was machst du denn da? Sie sieht sich durch. Oh. Mann! Ich krieg gleich jeden Kampfschrei, Schreikrampf hier. Krampfschrei vor allem. Nee, jetzt zählt gar nichts. Wow. Och, du kannst mich doch mal. So, Moment. So, wenn ich jetzt hier so hinstelle. Eine Tür zu wenig, weil er das nicht. Och, Mann. Das... Weißt du was? Ich bin kurz davor, sein Haus wieder zu verschandeln. Kann man den Radius nicht vergrößern? Ich bin mal ganz ehrlich, das ist doch scheiße.
Das geht bis da hinten. Alter, hier. Bis dahin geht das. Hier hinter, das akzeptiert ihr nicht mehr. Okay, die letzte Reihe hinten müssen wir leer lassen. Weil er die nicht mehr akzeptiert. Gut, Häuser nicht mehr zu groß bauen. Jetzt müsste die Toilette aber akzeptiert sein, ne? Ach ja, das heißt, wir werden den Computer auch hier woanders hinbauen. Gut, dann geht mal her hier. So. Ist schade, ich dachte eigentlich, hey, ich packe da hinten dann den Dings, aber okay. Packen wir den jetzt da so hin. So, hier hast du deinen Computer. So, jetzt brauchen wir noch ein Sofa, eine Badewanne, eine Küchenspüle und ein Bücherregal. Okay. Haben wir leider gerade kein Geld mehr. Oh, guck mal, die wachsen schon. Wir machen die Regionszeige wieder aus. Hey, Farm Girl. Brauche ich nicht, ich habe einen Hund. Bowser ist ein super Wachhund. So, wir haben kein Geld mehr. Wir können uns aber jetzt noch ein bisschen Geld holen, um versuchen, den Crest zu kaufen. Ich versuche es aber mal. Vielleicht bringt uns das ein bisschen Money. Außerdem wollte ich ja noch gucken, was die Melonen wert sind, ne? Hab ich auch noch nicht geguckt. Ich will gucken, was die Melonen wert sind. Also wenn die irgendwie 20.000 mir geben oder so, dann verkaufe ich die. Also das ist mir doch scheißegal. Entschuldigt. Bei dem Angebot. Jo, die Tomaten werden immer weniger. So, also was fehlt dem jetzt nochmal? Das war eine Küchenspüle, also die da. Dann bräuchte der noch ein Sofa. Das ist ein bisschen teuer, ne? Dieses minimalistische Sofa. Hm. Badewanne mit Clownfüßen haben sie auch nicht hier. Das heißt, die müsst ihr sowieso bestellen. Alter, hier, 5.000. Sogar mehr Gemälde haben sie hier. Wir könnten uns mit dem Geld, was wir gerade haben, sogar ein neues Tier kaufen. So, die Küchenspüle habe ich jetzt. Hallo, Rosemary. Leider verkauft er nicht den anderen Rest hier. Also das ist auch mal so ein bisschen schade bei ihm. Bei Life. Kaufen wir uns ein Schwein, ein Schaf. Ich glaube, ich kaufe mal ein Schwein in der Kiste. Ja. Wie war das mit Bienen? Hier gab es irgendwie irgendwas mit Bienen, ne? Ein Bücherregal brauchen wir auch. Da. Hier gab es auch mal was mit Bienen, weil wir haben ja hier den Smoker. Den brauchen wir für so Bienendinger. Aber hier ist leider derzeit noch nichts. Ich brauche ein Schweineschild noch, fällt mir jetzt gerade an. Ein Schweinchenschild. Schweineschild, danke. Gut, okay, den Rest muss ich bestellen. Ach da! Oder was ist das für Hühner? Ne, Bienenhaus, perfekt. 2, 3, so. 3, komm, 4x4 mit voll. Dann nehme ich den Smoker noch mit. Den mit Honig ist auch immer ganz gut. Ach komm, hier, wir fahren. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Stück. Das ist immer wahnsinnig so. Alter, wie viel Geld wir schon ausgegeben haben, aber das eine ist ja auch für das Schweinchen, ne? So. Packen wir die Küchenspüle hier hin. Das Bücherregal. Packe ich hier hin. Ich meine, das zählt ja noch zum Glück. Noch irgendwas? Nein. Okay, was braucht ihr jetzt noch? Ein Sofa und eine Badewanne. Gut, das können wir bestellen. Ein Sofa und eine Badewanne. Das bestelle ich jetzt, bevor ich das gleich wieder vergesse, weil ich die Gründehäuser mal aufstellen will. So. Sofa. Jo. Bestellen. Dankeschön.
Und dann Wanne. Da ist er. Dankeschön. Im Grunde kann ich jetzt auch mal beschleunigen, dann sind die Sachen schon da. Komm, wir beschleunigen das Ganze, dass die Sachen jetzt schon da sind. Das ist ein Amazon Prime, ist das. Perfekt. Na, Ria? So. Und die Badewanne. So. Damit müsste sein Haus jetzt fertig sein. Ja. Jamies Haus ist fertig. Juhu. Wir haben es geschafft. Und davon müssen wir noch ein Bild machen. Jamies Haus ist fertig. Wenn er am PC sitzen will, muss er einfach auf seinen Sessel verschieben. So, jetzt will ich aber, bevor wir schlafen gehen, die Bienenhäuser noch aufsetzen. Ich glaube, ich weiß perfekt, wo ich die hinstelle. Und zwar mache ich die hier. Richtig an den Schuppen ran. Obwohl... Oh, hier schon. Hier wäre auch genial, so richtig am Zaun entlang. Ja. Warte. Nee, so. So. Genau, da müssen wir ja Bienen fangen. Genau. Das können wir am nächsten Tag mal machen. Wir gehen jetzt erstmal schlafen. Gute Nacht. Blum. Wir haben Post bekommen, das ist natürlich von Jamie. Dann soll sagen, willst du danke, Jechu. Es regnet immer. Ich find's gut, wenn es regnet, dann brauche ich mich nicht um die Dings zu kümmern. Hey, Bowser. Ja, du hast Pilze vor der Tür, ne? Ich sehe das gerade. Vor deiner Haufe im Hühnerhaus. So. Ups. So, erstmal wie jeden Morgen der gleiche Gang. Erstmal zu uns sein. Jan, hallo Ida. Ich habe vergessen, das Schweinchen rauszusetzen. Hallo Josie. Ich glaube, das behalte ich mir auf die nächste Folge. Oder haben wir zumindest. Jetzt müssen wir was mit einem Thumbnail. Hallo Fienchen. So, aber wir können schon mal das Schild aufpatschen hier. Das Schweinchenschild. Das Schweinchenschild. Oh, warte mal. Guti, das waren die Tiere. Jetzt hier rüber. Die einzelnen Tomaten hier noch. Die Gurken. Wir müssen natürlich unser Haus auch irgendwann mal wieder selbst einrichten oder so. Ich weiß nicht, also... Ich habe einfach dieses Bedürfnis, die ganze Zeit die Sachen zu bauen. Als nächstes kommt ja die Patisserie dran, ne? Für unsere geliebte Emilia. So. Das kommt jetzt in die Küche, weil das behalte ich. Weil das kein Geld bringt mehr so wirklich. Bowser raus aus der Küche. Und dann haben wir nichts in der Küche zu tun. Zu suchen, entschuldigt. Kava, ich guck mal, was du hier wieder bei... Was hast du immer so bunte Sachen hast oder so? Eine Farmlampe. Och, die nehme ich. Die sieht gut aus. Mit der Kuda. Geil. Na, Jamie, wie gefällt dir dein Haus? So. Was gibt's denn hier? Da. So wie es aussieht, hat Max dich gebeten, mir ein Haus zu bauen. Das tut mir sehr leid. Ich war mir sicher, dass ich ihm genug Geld gegeben hatte, um einen professionellen Auftragnehmer zu engagieren. Wie auch immer, du hast dir bestimmt so viel Mühe gegeben wie ein Profi aus der MLG, der amerikanischen E-Sport-Liga.
Da werde ich einige meiner Gewinne mit dir teilen. Sag mir Bescheid, wenn du je nach einer Gruppe suchst. Alles klar. 1000 Süden, das ist alles. Weiß nicht, wie viel dein Haus gekostet hat, Junge. Oh, ich weiß nicht mal, ob ich die Sachen da jetzt pflücken kann. Doch, im Grunde schon. Wollen wir so rübergehen. Cool, wir haben Himmelbeeren und Bombenbeeren. Gut. So, dann gucken wir mal, wo ist Jamie denn? Jamie! Sag uns doch mal Hallo. Da hinten ist er. Jamie! Ach ja, es tut mir so leid, dass du in den Bau meiner neuen Villa hineingezogen wurdest. In der neuen Villa vor allem. Hoffentlich reichen die Sachen, die ich dir per Post geschickt habe, um den Schock etwas zu entmildern. Nein! Das war definitiv nicht genug. Da werde ich dir etwas aus meiner privaten Sammlung geben. Nerdiger Tisch. Du kannst gerne jederzeit vorbei schon in den Rest der Sammlung ansehen. Als ich den Boden gepflückt habe. Aus ihnen ist leckeres Gemüse gewachsen. Ja, 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 ja. So, Max. Hast du schon wieder jemand, der hier umzieht? Weil als nächstes möchte ich die Patisserie bauen. Oh, Iris. Ich würde gerne ernsthaft in Betracht ziehen, ihren Antrag für den Skatepark zu bewilligen. Wenn ich das Geld, um etwas zu bezahlen. Du hast nie was Geld, um das zu bezahlen. Weißt du, ja, voll dicke Rathaus hier, bla, 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 ey. So, die Patisserie ist als nächstes dran. Die Patisserie. Wird natürlich auch wieder ordentlich Geld verschlingen. Hast du für mich Geld? Was? Hier bist du mit mir zu reden? Ach, halt die Backen doch, ey. Als nächstes müssten wir Bienen suchen. Also Bienen zum Einfangen für unsere Bienenhäuser. Ich glaube, das werde ich jetzt auch erstmal als erstes machen. So ein bisschen die Bienen sammeln. Bevor wir jetzt mit der Patisserie anfangen. Jo. Ich pack die Bären jetzt hier so hin. Ups. So, die Farmlampe. Ich finde die so geil. Kann ich die hier drauf... Bitte lass mich die hier draufstellen. Bitte. Ja, es klappt. Das ist geil. Gefällt mir. Meine Tüte sieht auch durch das Holz so abgehackt aus. So, das packen wir jetzt erstmal in die Küche. Genau, ich wollte gerade sagen, ich habe noch mehr Sachen für. So. Perfekt. So, der nötige Tisch kommt gleich auch wieder in die Dings rein. In unseren Bauvorhaben hier, weil es brauche ich nicht. So, perfekt. Wunderbar, wunderbar. So, Leute, ich sag mal, ich beende die Folge für heute. In der nächsten Folge werden wir uns dann versuchen, ein paar Bienen zu fangen. Weil ich würde sagen, und wenn wir das geschafft haben, dann schauen wir mal wegen der Patisserie. Ihr schmeißt einen Daumen auf das Video. Denkt daran zu abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.